drin statt nur dabei. Sie wollten immer schon wissen, wie es hinter den Kulissen eines Spitals aussieht? Dann begleiten Sie uns durch das LKH-Universitätsklinikum Graz. In unserem Podcast laden wir für Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sprechstunde am Uniklinikum ein. Willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl Bichler und ich darf Sie zu einer weiteren Corona Spezialfolge begrüßen. Ich freue mich daher sehr, dass der Infektiologe, Universitätsprofessor Dr. Robert Krause und der assoziierte Universitätsprofessor Dr. Volker Strenger bei mir Platz genommen haben. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Genau vor einem Jahr standen wir kurz vor dem zweiten Lockdown. Homeschooling war Routine geworden und alle warteten sehnsüchtig auf die erste Covid-Impfung. Heute steht uns glücklicherweise kein Lockdown ins Haus. Die Schülerinnen und Schüler sind in die Klassen zurückgekehrt und mittlerweile gibt es vier Impfstoffe, die in Österreich zugelassen sind. Trotzdem entsteht der Eindruck, dass der Weg aus der Pandemie stagniert. Warum ist das so, Herr Professor Krause? Gibt es einige Gründe dafür? Aber ein Grund ist sicher, dass in Österreich noch immer zu wenig Menschen geimpft sind. Wir haben uns ja gedacht, dass mit der Impfung mehr Menschen sich rasch impfen lassen wollen. Sie können sich vielleicht noch erinnern, wie es diesen Run auf die Impfen gegeben hat. Den sogenannten Impfneid gab es ja damals auch. Da konnte es gar nicht schnell genug gehen für manche. Und leider hat es dann abgenommen mit der Impfwilligkeit. Und jetzt stehen wir so bei, ich glaube, es sind derzeit 65 Prozent ungefähr. Und das ist, wenn man die natürliche Immunisierung noch mit dazu einrechnet, immer noch zu wenig dass man eben weniger Menschen hat, die infiziert werden können. Wir haben immer noch zu viele Menschen, die nicht immun sind, sei es jetzt durch die Impfung oder eben durch die natürliche Infektion immun geworden sind. Die sind noch zu wenige und somit haben wir immer noch ein epidemisches und auf der ganzen Welt ein pandemisches Geschehen. Also es müssten sich rascher noch mehr Leute impfen lassen, damit eine Immunität da ist. Und die, die schon geimpft worden sind in der Vergangenheit, die brauchen jetzt eben die Auffrischungsimpfung. Und womit müssen wir als Nächster rechnen? Mit einer weiteren Mutation oder mit mehr Testen? Ähm, ob eine Mutation jetzt kommen wird, die relevant sein wird, wo eine sogenannte Escape-Mutante entsteht, dass das Immunsystem eben nicht mehr reagieren kann auf diese Mutation, auf dieses Virus, Weiß ich nicht, das kann natürlich immer passieren. Bei den Coronaviren passiert das ja ständig. Wichtig ist nur, dass eben eine Mutation nicht auftritt, die eben so massiv ist, dass das Immunsystem dann diese Mutante nicht mehr rechtzeitig erkennen kann und die Impfung dann beispielsweise auch unwirksam werden würde. Es kann spontan passieren, wir wissen es ja nicht, deswegen wird das ja ganz genau beobachtet. Und da gibt es ja dann diese Varianten, die besorgniserregend sind und die dann ganz genau untersucht werden. Es gibt jetzt beispielsweise in England wieder eine, wo man dann eben nachschaut, ob die natürliche Immunität und auch die Immunität, die durch die Impfung erzeugt wird, dagegen noch wirksam ist. Und mehr testen? Ob mehr testen werden müssen, kommt darauf an, wie viele Leute sich impfen lassen. Also das hängt alles zusammen. Die Durchimmunisierung, durch die Impfung und durch die natürliche Infektion und das lokale epidemische Geschehen bestimmt dann auch, wie häufig wir uns testen lassen müssen. Am besten bei den Tests ist natürlich nach wie vor die PCR-Testung. Also der Antigen, das ist ja ein Mittel gewesen, das wir verwenden konnten in einer Zeit, wo nicht so schnell so viele PCR-Tests möglich waren. Jetzt mit dem Gurgeln ist es ja einfacher geworden. Da kann man eben auch, ohne dass man eben Profis braucht für den Abstrich, weil das muss jemand können, kann man auch eine PCR machen. Aber die PCR-Testung wäre nicht in einem Ausmaß notwendig, wenn wir eine höhere Immunisierung hätten. Lieber Herr Professor Strenger, und was bedeutet die aktuelle Situation für Kinder und Jugendliche? Ja, die Kinder sind ja insofern besonders in der ganzen Pandemie, als sie nicht so stark betroffen waren, also nicht so schwer krank werden, wie die Erwachsenen, vor allem ältere Erwachsene. Und sind aber jetzt auch besonders betroffen dadurch, dass sie die Bevölkerungsgruppe ist, die nicht geimpft werden kann. Also jetzt speziell die Kinder unter zwölf. Also die Impfung ist ja vor fast einem Jahr für Erwachsene oder am Ende des äh, Vorjahres für die Erwachsenen zugelassen worden, für die Kinder und Jugendlichen ab zwölf ja. erst dann im Frühsommer, äh, dafür, dass sie relativ spät zugelassen wurde, noch dazu dann in einer Zeit eigentlich, wo die, wo die Pandemie saisonal bedingt, ja, ähm, ein bisschen uns Ruhe gegönnt hat, äh, sind dafür ja doch auch schon relativ viele Kinder und Jugendliche, ab zwölf, äh, geimpft. Ähm, aber die äh, durch Impfrate ist trotzdem nicht so hoch wie jetzt bei den, bei den älteren Altersgruppen, das ist keine Frage. Und, dadurch, äh, und, und bei den unter zwölfjährigen ist ja noch keine Impfung zugelassen. Es gibt teilweise auch, auch Kollegen, die das schon im sogenannten Off-Label äh, impfen. Ähm, aber trotzdem ist die Impfrate insgesamt bei den Kindern unter zwölf und nicht ganz nieder, weil es einfach keinen offiziellen zugelassenen Impfstoff gibt. Und bei den über zwölfjährigen auch nicht so hoch, dass natürlich wir jetzt sehen, dass die oder die ähm, Hauptbetroffenen von den Infektionen, das müssen jetzt noch nicht wirklich Erkrankungen, schwere Erkrankungen sein, aber von den Infektionen, also PCR positiv getestete, natürlich gerade die Kinder, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind, die die eben am wenigsten, die die niedrigste Impf Durchimpfungsrate haben. Man sieht aber auch, wenn man sich dann anschaut, die Inzidenzen von den Geimpften und Ungeimpften, da ist es dann wieder relativ ähnlich. Also es, man sieht, es hängt einfach jetzt nicht am Alter in erster Linie. Ja, dass wir jetzt so eine hohe Inzidenz bei den Kindern haben und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern dass das sind die sind, die die, ja die geringste Durchimpfungsrate haben, das wiederum altersbedingt. Sie haben gerade vorhin erwähnt, die unter 12-Jährigen. Der Impfstoff von Biotic Pfizer für Kinder unter 12 steht kurz vor der Zulassung. Empfehlen Sie Kinder damit zu impfen? Naja, wir haben, äh, und ich auch würde empfehlen, Kinder über zwölf, Kinder und Jugendliche über zwölf zu impfen. Äh, die unter 12-Jährigen, da würde ich sagen, sollte man, deswegen gibt es ein Zulassungsverfahren, wo alle Daten, äh, die seriös verfügbar sind, seriös geprüft werden. Äh, und deswegen würde ich empfehlen, dass man diese Zulassung trotzdem abwartet, sich die Daten wirklich anschaut. Ähm, bisher, wenn, wenn, da jetzt kein, kein Sicherheitsaspekt, ähm, noch auftaucht. Aber das, deswegen gibt es ja Zulassungsverfahren, ähm, würde ich schon auch sagen, dass man die Kinder unter zwölf impfen sollte, weil auch wenn sie viel äh, milder in der Regel betroffen sind, ist es ja nicht so, dass sie gar nicht daran erkranken. Das ist das eine, dass die Erkrankung auch bei Kindern bei weitem nicht so schwer meistens verläuft wie bei Älteren, ähm, aber trotzdem nicht so angenehm ist. Aber vor allem gibt es ja auch Komplikationen, ähm, wie diese überschießende Immunreaktion, die auftreten kann oder auch äh, Langzeitbeeinträchtigungen, äh, Long Covid Stichwort, äh, so dass es durchaus wünschenswert wäre, auch die 5- bis 12-Jährigen oder vielleicht auch die darunter zu schützen. Ob man das mit dieser Impfung kann, das würde ich sagen, sollte man eben natürlich die Zulassungsstudien ähm, und die Bewertung der vorhandenen Daten abwarten. Außer es handelt sich um, um Hochrisikokinder und da meine ich jetzt wirklich mit wirklichem Risiko und, und nicht nur, weil, wir, weil die Kinder halt jedes Jahr ein bisschen Husten hatten oder so, werden, kriegen wir auch immer wieder Fragen, ob man die nicht impfen sollte, äh, sondern wenn es wirklich äh, schwer beeinträchtigte Neuro-, mit neuromuskulären Erkrankungen schwer beeinträchtigte Kinder sind, die würde ich auch jetzt schon empfehlen, weil das Risiko da wirklich hoch ist, die sogar off-level zu impfen, oder sollte man das erwägen. Ja. Ein klares Ja zur Impfung, falls sie zugelassen wird. Wenn das die Daten zeigen, dass das Risiko, also dass der Nutzen deutlich dem Risiko überwiegt, dann ist es sicher sinnvoll, auch Kinder zu impfen. Okay. Ja. Herr Professor Krause, ebenfalls in den Startlöchern ist der Totimpfstoff Novavax auf den viele Impfskeptiker bereits sehnsüchtig warten. Was ist überhaupt ein Totimpfstoff und ist der Impfstoff Ihrer Einschätzung nach tatsächlich ungefährlicher? Also Totimpfstoffe sind alle Impfstoffe, wo keine lebenden Viren drinnen sind oder auch keine lebenden Bakterien. Es gibt ja auch Impfungen gegen bakterielle Erkrankungen und ähm, Todimpfstoffe sind immer dann eben Todimpfstoffe, wenn dort keine vermehrungsfähigen Mikroorganismen drinnen sind. Jetzt gibt es bei bestimmten Viruserkrankungen sogenannte abgeschwächte Lebendimpfstoffe. Ähm, das ist bei den Corona-Impfstoffen ohnehin nicht so, dass es da Lebendimpfstoffe geben würde. Also alle Impfstoffe sind Todimpfstoffe. Es ist nur so, dass dieser Impfstoff von Novavax eben ein Impfstoff ist, von nur dieser Eiweißanteil, den man braucht, um eine Immunität, zu auszubilden verimpft wird, also ein sogenannter Protein Subunit Impfstoff. Und auf den warten eben einige, weil sie keinen mRNA Impfstoff haben wollen und auch keinen Vektor Impfstoff haben wollen. Diese Vektoren sind ja auch tot. Aber es warten eben viele auf diese ähm, Protein Subunit Impfstoff Technik. Jetzt ist es sinnvoll zu warten oder nicht zu warten? Aus meiner Sicht nicht, weil der Impfstoff macht ähnliches wie die anderen Impfstoffe auch. Es entwickelt sich eine Immunität gegen diesen Eiweißstoff, gegen diesen Rezeptor, gegen dieses ähm, Spike-Protein. Und ähm, man muss aber warten, bis der Impfstoff da ist. Und das ist eine gefährliche Warterei, wenn man in der Zwischenzeit infiziert werden könnte. Darum würde ich niemals warten. Ich würde sofort eine der Impfstoffe, die da sind, verwenden, weil die sicher sind, die sind gut und die erzeugen eine so hohe Immunität, dass er nicht warten muss auf einen Impfstoff, der erst irgendwann einmal kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt. Wenn er kommt, nach den Daten, die bisher da sind, wird der ähnlich gut sein wie die anderen Impfstoffe. Das heißt, man wartet auf etwas, was gleich gut ist. Impfdurchbrüche werden aktuell ebenfalls heiß diskutiert. Was versteht man darunter und ist der Tod von Ex-US-Außenminister Colin Powell tatsächlich darauf zurückzuführen? Also, um gleich auf den ehemaligen Außenminister zurückzukommen, was da ganz genau passiert ist, weiß ich nicht, weil ich ja seine medizinischen Daten nicht sehen konnte. Ich kann nur das interpretieren, was in der Zeitung steht. Und er ist ja ein alter Herr schon gewesen. Und wir wissen ja, dass bei älteren Personen, obwohl sie geimpft sind, die Immunität dem nachlassen kann nach einer gewissen Zeit. Und darum ist ja diese Auffrischungsimpfung notwendig, wie es bei anderen Grunderkrankungen beispielsweise auch notwendig ist. Und Impfdurchbruch ist jetzt eben eine Erkrankung, die auftritt bei Personen, die schon geimpft worden sind, wo man annimmt, dass die eigentlich gar nicht krank werden dürften. Und da gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen dieser Impfdurchbrüche. Ich kann ja, obwohl ich geimpft bin, PCR-positiv werden, ohne dass ich was merke. Das kann auch schon als Impfdurchbruch definiert werden. Dann kann ich leicht erkranken, das ist auch ein Impfdurchbruch und ich kann aber auch so schwer erkranken, dass ich ins Krankenhaus kommen muss. Und ganz, ganz selten, gibt es ja auch bei immunsupprimierten Personen beispielsweise, die sind geimpft, haben aber keine ausreichende Immunität entwickeln können und werden dann so schwer krank, dass sie auf eine Intensivstation landen, das wäre auch ein Impfdurchbruch. Also es kommt auf die Definition darauf an, was man als Impfdurchbruch versteht, aber das sind die sehr unterschiedlichen Kategorien. Und was beim Außenminister ganz genau passiert ist, weiß ich nicht. Er dürfte eben eine Erkrankung gehabt haben, die ihn dann so beeinträchtigt hat in seiner Funktionsfähigkeit des Körpers, dass er dann leider dran verstorben ist. Weil wir gerade von dem dritten Stich gesprochen haben, wann soll ich diesen dritten Stich machen? Wie lange soll ich darauf warten? Also da muss man hineinschauen in die Empfehlung vom nationalen Impfgremium, da ist das ganz genau aufgeschlüsselt wann man bei welcher Grunderkrankung, bei welchen Vorimpfungen, in welchem Zeitraum die basiert sind, mit welchem Impfstoff die basiert sind, die Vorimpfungen, eine Auffrischungsimpfung brauche. Also das kann man jetzt gar nicht generell sagen. Wichtig ist nur, dass man diese Auffrischungsimpfung durchführt, so wie sie eben drinnen steht im Papier des Nationalen Impfgremiums, damit eben die nachlassende Immunität, und das weiß man jetzt, dass die noch einer gewissen Zeit nachlässt bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Ähm, eben nicht ähm, einfach so nach unten weiter fallen lässt, diese Immunität, sondern dann eben durch eine weitere Auffrischungsimpfung wieder nach oben bringt und möglichst gut geschützt ist. Lieber Herr Professor Strenger, äh, Vorerkrankungen haben auch viele Kinder und Jugendliche. Ist es auch hier so, dass eine Covid-Impfung einen größeren Nutzen als ein Risiko mit sich bringt? Das kommt natürlich auf die Art der Vorerkrankung an. Also es gibt äh, Vorerkrankungen, weil angesprochen wurde Immundefizienz, um das kommt natürlich auch im Kindesalter vor. Ähm aber selbst da ist es dadurch, dass es ja Totimpfstoffe sind, durchaus möglich zu impfen. Also es ist keine Kontraindikation bei einem Immundefekt, nichts zu impfen. Es ist nur möglicherweise die, die Wirkung nicht so gut. Bei anderen Vorerkrankungen, wenn man zum Beispiel ähm, neuromuskuläre Erkrankungen oder, oder Herzerkrankungen ähm, und, oder, oder Atemwegserkrankungen äh, hernimmt, ist es ja so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Impfung jetzt... Schlechter wirkt, wie das eben zum Beispiel bei, bei älteren Personen mit schon nachlassender Immunität ist. Also, die sollte eigentlich, wenn das Immunsystem normal ist, bei einem Kind eigentlich sehr gut wirken. Und umso wichtiger ist aber auch eben wegen der Grunderkrankung äh, und dem erhöhten Risiko von einer schweren, doch schwereren, trotz des kindlichen Alters schweren Corona-Erkrankung, äh, diese Kinder sehr wohl zu schützen. Also, gerade Kinder mit Grunderkrankungen sollten äh, geschützt werden und geimpft werden. Und das sind auch die, wo man sich natürlich im Einvernehmen mit der Familie, mit dem impfenden Arzt überlegen kann, sogar Kinder unter 12 zu impfen, bevor das zugelassen ist. Werden wir die Herdimmunität jemals erreichen und ab welchem Prozentsatz wird sie erreicht? Der Prozentsatz ähm, ist sehr schwierig zu nennen. Da gab es schon unterschiedliche Berechnungen. Ein ganz berühmter Cut-off war diese 70 Herdenimmunität, die vom Nicki Popper auch einmal gekommen ist von diesem Simulationsforscher. Da war aber die Delta-Variante noch nicht da. Jetzt hat man das ein bisschen weiter noch umgetrieben und spricht so von 80, 85 Prozent erreichen werden, wir die irgendwann einmal sicher, weil die natürliche Infektion jetzt weitergeht. Das heißt, es werden mehr und mehr Menschen infiziert werden und irgendwann einmal wird einfach jeder entweder infiziert werden oder durch die Impfung geschützt sein und deswegen eine Immunität haben. Die Frage ist nur, wie lange diese Immunität dann anhält und ob diese Durchseuchung, die natürliche, plus die Impfung uns dann davor schützt, dass eben nicht mehr so viele Menschen krank werden, wie wir es jetzt derzeit haben. Aber erreichen wir eine Herdenimmunität irgendwann schon, die wird nur nicht dazu führen, dass dieses Virus verschwindet, es wird auf einem bestimmten Niveau dann weiter unterwegs sein. Wird wahrscheinlich nicht so einen Verlauf wie die Influenza, dass es wirklich immer so saisonal kommt, sondern halt immer da sein und ein paar Peaks wird es schon geben in der kalten Jahreszeit. Also, ich glaube, dass das so zukünftig werden wird. Kommen wir nun zu einem weiteren Thema, das mit dem Virus verbunden ist: Long-Covid. Mhm. Professor Strenger, Sie haben vorhin schon erwähnt, Kinder sind davon betroffen. Wie stark sind Kinder von diesem Long-Covid-Thema betroffen? Long Covid ist ja an sich ein, ein schwieriges Thema, weil das, äh, und deswegen kann man so genaue Zahlen, ist es unseriös, da genaue Zahlen zu nennen, weil wenn man sich die Studien anschaut, sowohl bei den Erwachsenen, wie auch bei den Kindern und Jugendlichen, gibt es da Schwankungsbreiten zwischen 0,5 und 66 Prozent oder so ungefähr, wie häufig das vorkommt. Das kommt auch darauf an, wie man es definiert. Die Definition, diese Ansicht, damit wir wissen, wovon wir reden, relativ einfach. Alles, was nach, gibt unterschiedliche Definitionen, aber das ist die, die sich jetzt ein bisschen so durchsetzt, alles, was nach länger als vier Wochen nach der Infektion bzw. Erkrankung noch vorhanden ist oder auch danach auftritt und eindeutig, und das ist schon einmal ein Problem, eindeutig mit der Infektion zu tun hat, könnte man als, oder wird als Long-Covid bezeichnet. Das kommen aber dann ganz unterschiedliche Dinge in diesen, in, in diesen Topf hinein, wie eben zum Beispiel Geruchs- und Geschmacksstörungen, die in der Regel oder häufig länger dauern. Das können Dinge sein, dass eben vor allem nach einem Intensivaufenthalt, wenn, wenn man wirklich schwer krank war, ist es ja in gewisser Weise normal, unabhängig davon, weshalb man ein Intensivpatient war, dass man sich nach vier Wochen noch nicht äh, so gut fühlt, äh, sind Dinge wie Hautausschläge, etwas Kurzatmigkeit, etwas Süßeln, aber auch dieses und häufig dann manchmal auch damit gleichgesetzte Fatigue-Syndrom, also dieses Müdigkeitssyndrom. Das heißt, das sind ganze unterschiedliche Symptome, die da in diesen Topf, der rein zeitlich definiert ist, äh, hineinkommen. Und je nachdem, oder auch, auch, psychische mentale Veränderungen. Das sind dann, wenn man die abfragt, ist das viel höher die Inzidenz, also die, die das viel mehr das haben. Allerdings haben das natürlich auch dann die Kontrollgruppen in den Studien, weil wenn man natürlich im, im Lockdown nach der psychischen äh, Verfassung fragt, ist klar, dass auch selbst Leute, die kein Corona hatten, äh, beeinträchtigt sind. Also das ist immer erstens die, die, das Problem oder depressiv verstimmt sind und alle diese Dinge. Also das eine Problem ist zu sagen, was ist jetzt wirklich durch die Infektion äh, die durchgemacht und was ist möglicherweise durch Lockdown-Maßnahmen, durch Schulschließungen, durch vermehrten Medienkonsum, also jetzt zum Beispiel bei den Kindern und Jugendlichen, ähm, das einerseits mit mit ähm, Kontrollgruppen, die, die gut ausgewählt sind, zu untersuchen, ist sehr schwierig. Das heißt, wirklich, wirklich Zahlen dazu seriös zu sagen, ist schwierig. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir die 0 bis 14-Jährigen bisher mal ausgewertet haben in Österreich. Das waren ca. 750 Kinder, und Jugendliche, die das durchgemacht haben. Und da geben ca. 7 bis 8 Prozent nach einem Monat noch Symptome an, wo die Familie oder das Kind betroffenes Kind selber der Meinung ist, es ist noch davon und äh, circa 11 Prozent nach drei Monaten noch. Da muss man aber sagen, da sind sicher auch äh, Symptome dabei, die möglicherweise nicht mit, mit Corona zu tun haben. Also die, die Häufigkeit kann zumindest nicht höher sein als diese Angaben. Äh, bei dieser Kohorte muss man sagen, also das sind diese 750 Kinder, ähm, und das sind aber wieder sehr unterschiedliche Dinge dabei. Also gerade wenn es um die vermehrte Müdigkeit geht, sind das, sind das circa ein Prozent, die das angeben. Und das heißt noch nicht, dass das jetzt so ein strenges Fatigue-Syndrom wäre, wo ich wirklich der Schulbesuch unmöglich wird. Aber es gibt's auch bei Kindern und Jugendlichen. Also wir betreuen einige wenige. Wir sind eine sehr große Klinik mit einem sehr großen Einzugsgebiet mit 140.000 Kindern und Jugendlichen in unserem Einzugsgebiet eigentlich, die Grazer Kinderklinik. Äh, eine Handvoll, also im einstelligen Bereich von Kindern und Jugendlichen, die so eine vermehrte Müdigkeit unterschiedlicher Ausprägung, muss man auch sagen, haben, die zumindest so ausgeprägt ist, dass sie zu uns in die Ambulanz damit kommen. Sie haben mir vom PIMS erzählt, dass nach einer SARS-CoV-2-Infektion bei Jugendlichen vorkommt. Würden Sie so lieb sein und mir das ganz kurz erklären? PIMS, also das ist dieses Hyperinflammationssyndrom, das eben Kinder und Jugendliche bekommen. Drei bis sechs Wochen meistens, wenn es typisch abläuft, nach einer, manchmal auch unerkannten äh, SARS-CoV-2-Infektion, wo sie dann äh, starke Immunreaktion bekommen mit hohem Fieber, deutlichen Entzündungszeichen im Blut, äh, einer Multisystementzündung, Inflammation, äh, die eben vor allem auch eine vaskulitis, also die Gefäßinnenwand betreffen kann und damit den ganzen Körper, weil Gefäße sind überall, eine Herzbeteiligung haben kann, äh, Lungenbeteiligung. Häufig Bauchweh auch macht, weil eben dort die, 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 das Bauchfell mit entzündet sein kann und Kinder damit schwer krank wirken und auch relativ schnell schwerer krank werden können und auch teilweise, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt und behandelt, auf die Intensivstation häufig auch kommen. Und müssen. dieses PIMS ist eine Nehmerscheinung von Covid. Das heißt, die Kinder haben Covid und kriegen dann dieses PIMS-Syndrom. Genau, also es sind auch manchmal Kinder, die. die Asymptomatisch sich infiziert haben, manchmal auch das ohne das zu wissen, ähm, manchmal leicht erkrankt sind, also das hängt nicht unbedingt damit zusammen, wie schwer sie erkrankt sind, denn wie gesagt, manchmal unerkannt erkrankt und wenn die dann in den Wochen danach, und deswegen ist wichtig, dass das auch äh, viele Kolleginnen und Kollegen kennen, wenn ein Kind, ein Jugendlicher Vermeintlich einen bakteriellen Infekt hat, wo man keinen Fokus findet, eben hohes Fieber, Entzündungszeichen im Blut wie bei einer bakteriellen Infektion und davor möglicherweise ein Corona-Kontakt war. Und das ist in Zeiten wie diesen natürlich immer möglich, ohne das auch vielleicht bewusst durchgemacht zu haben, soll man daran denken. Und das entsprechend äh, in die diagnostische Abklärung mit einbeziehen. Das Problem ist, es gibt keinen eindeutigen diagnostischen Test dafür, aber wenn man so kein anderes, ähm, keine andere Ursache für diese starke Entzündungsreaktion im Körper findet, dann muss man dringend daran denken. Man kann Antikörper bestimmen, die können dann schon positiv sein. Man kann manchmal das Virus noch nachweisen, aber selbst wenn man das, weder das Virus noch eine Antikörperreaktion, also eine immunologische Reaktion darauf nachweisen kann, kann das trotzdem das sein. Und man kann es, wenn man das früher kennt, relativ gut mit mit, sagt man, Immunmodulation. Also gibt man Antikörperinfusionen, die jetzt gar nicht gegen SARS-CoV-2 gerichtet sind, sondern allgemeine von Spendern ähm, gewonnenen, die man als, als, als medizinisches Produkt kaufen kann oder zur Verfügung stehen. Ähm, mit diesen Infusionen kann man diesen Immunprozess unterbrechen äh, und, und die Kinder relativ schnell, meistens relativ schnell eigentlich ähm, aus diesem Zustand herausholen. Wenn man das übersieht, kann es das passieren, äh, dass man wirklich die Kinder schwerst krank auf der Intensivstation landen dort sogar die Herz also die Herz Lungenmaschine sozusagen müssen weil es eben zu so einem massiven Organbeteiligung. kommt. Diese Behandlung kann. für diese Behandlung muss ich an die Kinderklinik kommen. Diese Behandlung muss in einem Kinderzentrum gemacht werden. Ja. Aber für, für sozusagen alle draußen die müssen daran denken, dass man das zumindest in Erwägung zieht und und abklärt. Es gibt dann schon ein paar typische äh, Werte im Blut, die eben Ausdruck von dieser überschießenden Immunreaktion sind, von dieser Gefäßentzündung, äh, Gerinnungsveränderungen und so weiter, äh, die dann Hinweise darauf sind. Aber das kann man natürlich in jedem Labor bestimmen. Aber sinnvoll ist, wenn man den Verdacht hat, dass man das auf einer Kinderabteilung äh, abklären und dann eventuell behandeln lässt. Herr Professor Krause, wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten für Long COVID-Patientinnen und Patienten aus? Leider gibt es da nicht wirklich etwas. Es ist ähm, schlimm, weil wir eine neue Erkrankung haben, Long-Covid. Es wird ja da sehr viel zusammengefasst. Und man muss unterscheiden zwischen den Long-Covid-Erkrankungen, die eben wirklich ein, ein strukturelles ähm, ähm, Substrat haben, also wo beispielsweise durch einen Intensivaufenthalt und eine Beatmung der Lungenentzündung die Lunge beeinträchtigt ist oder auch das Herz beeinträchtigt ist oder was auch immer. Da kann man die Therapien machen, die man ohnehin macht, dann bei. Einer geschädigten Lungenfunktion oder bei einer Herzerkrankung, wo einfach das Herz nicht mehr so richtig pumpt. Also da gibt es Behandlungsschema da, die sich nicht unterscheiden zu den anderen Erkrankungen, die wir vorher auch schon gehabt haben. Aber die Long-Covid-Fälle oder Patienten, wo man nichts findet bei einer strukturellen Untersuchung, also durch Bildgebungen, CD, mr Untersuchungen, was auch immer und bei einer funktionellen Untersuchung, da meine ich jetzt Lungenfunktion, Leistungsergometrie und so weiter, und man findet da nichts, aber trotzdem sind die Leute so belastet, dass sie nicht mehr arbeiten können. Das Sozialleben nicht mehr genießen können, einfach nicht fähig sind, den Alltag wirklich so zu machen wie vorher. Da gibt es derzeit keine wirkliche Behandlungsmethode. Es gibt ein paar experimentelle Therapien, die studiert werden. Es gibt ähm, hier in Graz eben auch ein paar experimentelle Therapien, die im Rahmen von Studien laufen. Aber es gibt jetzt noch kein Behandlungsschema, wo man sagen könnte: bei Long-Covid kann man erstens, zweitens, drittens, viertens, dieses und jenes tun. Gibt es leider nicht. Was man eventuell zu diesem Müdigkeitssyndrom sagen kann, aber das kennt man ja von EBV zum Beispiel, hat es das ja ähnlich. Die Frage ist es das gleiche oder nicht, aber was ähnliches gegeben, wo man von dort schon weiß, dass, dass die Überforderung das eher zu einem Verschlechtern und Chronifizieren führt. Also wichtig ist, dass wenn man davon betroffen ist, dass man nicht zu ehrgeizig ähm, versucht sich, sich mit Training da, da immer besser wieder zu werden, immer belastbarer zu werden, sondern eher diese Belastungsgrenze nicht zu überschreiten, die eben dann dazu führt, dass man danach wieder müde wird. Das Typische bei diesem Syndrom wäre ja, dass man durch eine Belastung danach, oft auch am nächsten Tag erst, dann besonders müde wird. Ja. Und genau diese Schwelle, die dazu führt, dass ich am nächsten Tag besonders oder in den nächsten Tagen manchmal besonders Müde, die sollte man eben möglichst nicht überschreiten. Ist das, was man annimmt, was man eben von diesen post exertional man lässt, wie das heißt, von eben EBV zum Beispiel kennt. Ich glaube, wenn ich da auch noch kurz einhaken darf, der Aspekt ist ganz wichtig. Long-Covid ist ja so als neue Erkrankung beschrieben worden, was wir vorher noch gar nie hatten, was in Bezug auf Covid schon richtig ist. Aber wir haben eben viele Viruserkrankungen, wo wir das schon kannten, dass eben hinterher eine verzögerte Rekonvaleszenz oder verzögerte Heilung da war, der Volk hat die EBV Infektion erwähnt. Wir kennen das auch aus den Lehrbüchern bei dem Dengefieber beispielsweise. Da wird es auch so beschrieben, dass die Leute nicht in die Gänge kommen und die werden dann oft als Simulanten sogar angesehen. Aber wenn man weiß, dass es eben so ist bei diesen Erkrankungen, muss man die Patienten eben aufklären, dass so etwas sein kann. Auch bei den Pumala-Viren, die wir in der Steinmarke besonders häufig haben, da gibt es das auch. Da gibt es auch diese Missempfindungen. Also all das, was man bei Long-Covid jetzt kennt, kennen wir von anderen Viruserkrankungen auch. Es ist bei Long-Covid halt die Häufigkeit jetzt so auffällig gewesen, weil es so viele Menschen Covid hatten und hinterher diese Beschwerden hatten. Bei EBV, Pomala, Dengue, das sind es Einzelfälle und es fällt niemandem auf in dieser Dimension. Und bei Covid war das natürlich sofort in allen Medien und in allen sozialen ähm, Medien, die man auch so kennt, dass das eben ein Problem sein könnte für die Menschen. Und es ist tatsächlich ein Problem, weil eben Beruf, Sozialleben, Alltagsleben massiv beeinträchtigt sein kann. Aktuell hat auch die grippe Saison. Professor Krause, Corona und Influenza. Zwei Impfungen im selben Zeitraum. Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal? Für den Körper, wenn man beides ja. impft? Nein. Das hält man schon aus. Das sind beide Impfungen gut verträglich? Sind ja auch beides Totimpfstoffe. Es gibt ja sogar die Empfehlung, dass man beide simultan impfen. Könnte, kann man tun, kann man bei anderen Todimpfstoffen auch machen. Ich persönlich bei mir, ich würde es nicht machen. Ich habe es auch nicht so gemacht. Ich habe jetzt die Auffrischungsimpfung bekommen für SARS-CoV-2 und werde eben dann nächste Woche beispielsweise die Influenza-Impfung dann machen. Also ich warte ungefähr zwei Wochen. Das ist der Abstand, der sonst üblicherweise empfohlen wird. Aber das ist kein Problem. Und man soll natürlich beides machen. Letztes Jahr hatten wir gar keine Influenza. Ich glaube, es gab einen Fall hier in Graz. Und heuer. Ist natürlich zu vermuten, weil die Maske nicht so regelmäßig getragen werden wird, wie letztes Jahr im Vergleichszeitraum, dass wir heute Influenzawelle bekommen werden. Gibt es schon Influenzaerkrankte? Ich habe noch keinen gesehen oder auch nicht gehört davon. In Kroatien gibt es ein paar und jetzt kommen natürlich die Herbstferien. Also jetzt kommt eine heikle Phase, weil wir einige Leute haben, die auch noch Kroatien fahren, um die Herbstferien zu verbringen. Wenn die dann von dort retour kommen, dann kommt schon eine gefährliche heiße Phase. Lieber Herr Professor Strenger, gibt es auf der Kinderklinik bereits ähm, Grippefälle? Bisher haben wir noch keine und das wäre ja auch ähm, sehr früh. Das kommt ja normalerweise in normalen Jahren, aber wir sind natürlich in, in, nicht in, unbedingt in einem normalen Jahr, äh, eher erst gegen Ende des Jahres. Also wir haben noch keine nachgewiesenen Und was empfehlen Sie Kindern und Jugendlichen? Grippeimpfung, ja oder nein? Und wenn ja, ab welchem Alter? Nee, es ist in Österreich und auch mitgetragen von unserer Fachgesellschaft eigentlich schon seit vielen Jahren empfohlen, eigentlich die Kinder auch gegen Influenza zu impfen, weil es durchaus Influenza bei Kindern auch schwere Verläufe machen kann. Wir haben in den Jahren vor Corona, voriges Jahr ist es ja sozusagen die Influenza-Welle ausgefallen, doch jedes Jahr in Österreich einige Kinder gehabt, die an Influenza verstorben sind, teilweise auch ohne Grunderkrankung, teilweise auch mit Vorkrankungen. Das heißt, es ist ganz klar eine Erkrankung, die Kinder bedroht, sowohl, dass sie schwer erkrankt werden, aber sogar daran versterben können. Das heißt, die Empfehlung, Kinder ab sechs Monaten eigentlich äh, zu impfen, gibt es schon lange und es ist seit dem Vorjahr auch sogar im refundierten Impfprogramm äh, als sogenannte Gratisimpfung enthalten äh, für Kinder und Jugendliche, ähm, die Influenzaimpfung empfohlen und auch bezahlt. Lieber Herr Professor Krause, lieber Herr Professor Strenger, lieben Dank für die Einblicke und Empfehlungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Umgiehen.